Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play. Ich spiele heute nicht zum ersten Mal, wie ihr unschwer annehmen könnt, Satisfactory. Ich habe hier schon meine kleine eigene Fabrik aufgebaut. Kleineres Zwischenlager hier und hier. Hier hinten haben wir eine kleine Produktion, unter anderem Treibstoff, Gummi und hier haben wir den Schwerölrückstand, den es daraus gibt. Dieser wandert einmal rundherum und wird hier gleich wieder verwertet in Treibstoff, Petrolkoks. Nett. Ihr seht, ich habe mittlerweile ein kleines Stromproblem und ich würde sagen, das gehen wir gleich anpacken. Ich muss nur schnell schauen, was ich mitnehmen muss für ein paar, 1, 2, 3 Kohlegeneratoren. Können wir so machen. Den LKW nehmen wir schnell raus. Wir bräuchten ein paar Rotoren, verstärkte Eisenplatten, Kabel haben wir eigentlich alles dabei. Kabel nehmen wir vielleicht noch schnell etwas mehr mit. Haben wir hier? Ne. Haben wir hier? Nö. Das einzige, was ich noch nicht hier habe, dann gehen wir schnell schauen. Wie ihr uns hier unschwer sehen könnt, ich habe auch mal klein begonnen. Hier ist noch alles kreuz und quer. Ihr seht, das wird mit der Zeit irgendwann alles verschwinden. Aber hier habe ich noch ein paar Kabel, bedienen wir uns mal schnell. Geht eventuell einfacher, wenn wir es hier rausholen. Zack, zack. Dann nehmen wir noch ein paar verstärkte Platten mit. Ein paar solche. Und den Rest füllen wir schnell noch mit Beton auf. Diese Lager, die werden alle verschwinden. So ziemlich alles, was hier unten steht, wird noch verschwinden. Was ihr hier seht. Das wird alles dann und wann integriert werden. In meine kleine Fabrik. Gehen wir mal in meine kleine Stromproduktion. So. Wir riskieren mal schnell einen kleinen Blick. Ihr seht, ich bin dran. Das
riesige klaffende Loch. Ihr könnt euch vermutlich erahnen, wofür das ist. Irgendwo ist er. Der riesige fliegende Mantarochen. Der passt da schön hindurch. So kann ich quasi um ihn herumbauen. Seht hier unten meine kleine Ölfabrik oder Kohlefabrik, nicht Öl. Doch noch nicht überfahren. Und dann seht ihr hier mein kleineres Bauwerk. Irgendwie. Das ist extrem irreführend, wenn man aus der Weite schaut und das Ding nicht aktiv ist, aber das scheint wirklich nicht aktiv zu sein. Müssen wir mal schnell schauen, warum. An der Kohle liegt's nicht. Es liegt am Wasser. Ja, wir haben definitiv einen kleinen Wassermangel. Dann werden wir kurzerhand einen kleinen Schwung machen. Sehen könnt. Nein, ich bin kein Schönbauer, aber ich habe hier schon alles vorbereitet. Und es geht los. Fragt sich noch, wie weit wir kommen damit. Da fehlt nicht ein Steg.
Gerade spendieren wir eine Pumpe 2. Oder auch nicht. Wenn man Rotoren mitgenommen hätte, könnte man. Aber ich denke mal, das müsste schon für den ersten Teil mal reichen, dass wir mehr Wasser darin haben in der Pipeline. Noch nicht wirklich. Mal schauen, ob ich eventuell in meinem Truck etwas liegen habe. Natürlich nicht. Na gut. Habe ich Material dabei, sonst eventuell express schnell bauen. Rotoren hier. Oh ja. Nicht genug Platz im Inventar. Ja, das ist. Das ist öfter mal ein kleineres Problem, das man hat. Oh, ich habe Blätter gesehen. Woher kommen diese Blätter? Müsste reichen, um doch die eine oder andere Pumpe zu bauen. Bisschen Strom spendieren und dann müsste das Ding funktionieren. Und ihr seht, die Ringe gehen weiter auseinander, sprich, es hat mehr Wasser in der Röhre. Mal schauen, hier ganz hinten schauen. Nicht ganz so, wie wir es gerne hätten. Machen wir hier noch eine Pumpe hin. Dürfte es dann irgendwann auch bis ganz nach hinten reichen. Und dann
haben wir wieder ein bisschen mehr Reset. Ich habe eigentlich noch Reserve, ich brauche noch nicht wirklich alles. Wenn dann alle, das sind glaube ich 13 Stück, wenn die am Laufen sind, dann habe ich im Moment doch recht gut Spatzung. Aber es wird über kurz oder lang wird es auch hier noch einen Ausbau geben. Mein Plan ist es, das Ding einzupacken, mindestens auf der seitlich und auf der Rückseite zupacken und einen zweiten Stock darauf stellen und nochmal eine ganze Armada an Kohlekraftwerken hinstellen. Und dann sollte ich für die nächsten paar Stunden genug Saft haben. Und dann müssen wir mal schauen. Natürlich werden auch hier dann weitere Pumpen hingepflanzt und eingepflegt. Ich gehe mal davon aus, ich werde hier noch, also zumindest mal den ganzen See mit Pumpen füllen. Und dann eine weitere Leitung plus minus hier einklinken und 3 bis 4 weitere dann im oberen Stock, und dann sollten wir zur Genüge Strom haben. Die Kohle ist meines Wissens das kleinste Problem. Ihr seht, es steht alles. Es rückt nach, langsam aber sicher. Da vermag es, würde ich mal behaupten, auch einen zweiten Stock mit demselben Förderband befeuern. Gut, das war's für heute. Fürs erste Mal. Das Ding wird ziemlich ungeschnitten rauskommen. Beim nächsten Mal werden wir noch ein bisschen weiter umherwandern. Ich werde euch dann das Leben hinterm Licht noch zeigen und den Rest meiner größeren kleinen Fabrik. Und dann würde ich sagen, ich beschließe das Ganze heute mit dem Ausblick auf meine Kraftwerke und wünsche noch einen schönen Tag, schönen Sonntag. Ciao zusammen.